Möb. So, es geht weiter mit Let's Play Super Mario Bros. 3. Wir gehen jetzt ins zweite Level von der Wüsten Dings. Ja, das war schon mal sehr nice. Gleich am Anfang erstmal schön gefailt. Ich habe das echt schon seit einer Woche nicht mehr gespielt oder so. Ah, ja. Ich hätte vielleicht das Floß benutzen sollen. Egal, jetzt ist es eh zu spät. Oh. Will ich mich verarschen hier? Nein. Nein, 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 nein. Oh, nein, nein, nein. Rein in die Schäfel. Das Level war aber kurz. Muss man wirklich sagen, das Level war ziemlich kurz. Eine Minute? Noch nicht mal. Quatsch, ich meine eine Minute. War der Level schon vorbei? Haben wir eigentlich einen Schlüssel oder... Na komm. Benutzen einfach mal das Item hier. Jetzt kommt nämlich eine Burg. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass die... auch nicht ohne ist und dass die irgendwas hier... Bin ich ein bisschen behindert? Ich soll auch vorausweichen. Ja, man kennt die Steine, die von den Wänden runterkommen. Jetzt ist mir gerade das Wort entfallen. Lol, 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 lol. Lass mich da rein, lass mich da rein. Ich glaube, es geht los. Wow! Dö, dö. Jetzt weiß ich auch, was ich da hier für eine Verkleidung habe. Und zwar ist das kein Blatt, sondern es ist ein Waschbär. Danke für den Tipp. Der sich da jetzt angesprochen fühlt, der weiß, wem ich meine. Ach du Scheiße. Geh einfach durch die Tür, Fettsack. Was denn, Mario ist fett? Könnt ihr mir nichts erzählen, dass der dünn ist? Aber ich hab nichts gegen Dicke. Glaube ich jedenfalls. Oh, macht's noch schwerer hier. Ja, das. Oh Gott. Ui, ne, das geht auch anders, das geht auch anders. Was ist denn da hinten? Da ist nichts. Gut. Was ist denn hier? Ich glaube, der Endgegner, ja. Yes, we can! Weiter geht's jetzt im dritten Level. Ich will erst gucken, was hier noch so ist. Die Röhre bringt uns wohl irgendwo hin. Ich guck mal dann wohin. Ich werde jetzt aber erstmal ein Item benutzen. Was ist das eigentlich? Könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ich weiß nicht, was das sein soll. Wir benutzen den Stern. Ich weiß nicht, ob der sich hier so lohnt. Oh, fuck, Render, du. Scheiße. Sag mir, dass da ein Loch ist und ich verliere jetzt mein dasselbe Loch rein. Na, jetzt fall ich jetzt mal nicht in das Loch rein. Gut, hat sich nicht wirklich gelohnt. Und die Flammen nerven mich ganz schön. Aber immerhin konnten wir den jetzt benutzen und sind auch gut durchgekommen. Ach übrigens, die Koopa Shells könnt ihr nur... Oh fuck. Ah, das war Selbstmord. Die könnt ihr nur tragen, indem ihr groß seid. Oder irgendwas anderes halt. Halt Waschbär, Froschanzug, den ich euch leider noch nicht zeigen kann und... Hier gibt es, glaube ich, auch irgendwas.
Oder der macht uns jetzt den Weg frei. Was ist da oben? Das sieht mir noch ziemlich verdächtig aus. Nein, leider ist da nichts. Gut, dann haben wir mal ein paar Münzen gekriegt. Sind jetzt auch im Ziel. Manchmal sind vom Ziel auch noch ein paar Feinde. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Und es gibt ja auch, glaube ich, Lakito-Levels. Und auf die freue ich mich nicht. Und da ist eine Karte. Oh, ich weiß aber jetzt nicht mehr. Verdammt. Nö. Stern, ein Ab. 20 Münzen. Und Blumen. Na, dann war da andere 20 Münzen genau darüber. Ja. Mit Safe-Sets hätte ich vielleicht alles abräumen können. So ein Cheater bin ich aber nicht. Jetzt interessiert mich aber doch wohl, was mir immer drin ist. Auf jeden Fall schon mal ein Übergang. Wohin der führt, das werden wir erfahren. In der nächsten, nein. Ah, ein Pilzhaus, geil. So kommt man also dahin. Pick a Box. Okay. Nimm mal die dritte. Leider nur ein Pilz. Ich werde jetzt auch nicht Safe Load machen. Und wir gehen mal wieder zurück. Den werde ich auch noch nicht benutzen, denke ich mal. Weil ich mir den halt aufheben will. Ich bin eher, muss man wirklich sagen, etwas verschwenderisch. Was die Sache angeht. Diese Berge hier können wir mit Hämmern kaputt machen. Und das ist wohl... Nein. Das ist... Ich hasse das Level. Gerade aus dem Grund... Warte, nein. Wegen der Sonne. Die Sonne ist so scheiße. Die ist echt... die ist so wie Lakito. Einfach nur... hässlich. Die kann nachher halt wirklich nerven. Die feuert, glaube ich... Wow. Ah, was ist das? Hilfe. Wohin bringst du mich? Wow. Ah, Hilfe. Wohin bringst du mich? Bam, 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 bam. Genau das macht die. Die kommt auf einen angeflogen und... Ich sollte mal vom Koopa... Ja, die Sonne nervt ganz schön. Das ist wieder ein Koopa. Den ich... Ja, anhopsen will. Ich liebe diese Mario-Musik. Diesmal kriegst du mich nicht. Muhaha. Sturkartoffel. Ja, das ist schon mal sehr gut. Wir gehen jetzt mal ins nächste Pilz aus. Pilz aus. Ich nehme diesmal die mittlere. Gucken, was wir so bekommen. Noch ein Pilz. Oh, immer die, ich kriege immer die Drecks-Items. Ist so wohl nicht zu fassen hier. Jetzt haben wir Reservepilz. Und das ist ein Boomerang-Koopa. Oder Hammerbruder. Ja, wie soll ich denn dazwischen? Ach so. Also wenn die mich jetzt umgebracht hätten, ich wäre ein bisschen wütend geworden und hätte meinen Laptop zerschlagen. Ich werde jetzt mal das Item einsammeln. Jetzt gehen wir mal ins vierte Level, war das, glaube ich. Das war schon mal ein richtig geiler Anfang. Ich weiß nicht, es ist irgendwie voll die Angewohnheit, dass man mitsummt. Also bei mir jedenfalls. Ich summe bei so vielen Liedern mit, dass ich mehr summe als... dass ich mehr summe als Let's Player, also rede. Nein! Den hole ich mir. Zack. Woo. Das Level will ich noch schaffen. Gut, wir haben auch noch genug Zeit. Oh, falls nicht runter. Ja. Gut, ich werde mich einfach mal um den kümmern. Werde draufspringen, verliere zwar. Nö, das bringt nichts.
Gut, danke schon mal für die Info. Wow. Oh, hier sind so viele Feinde, ey. Ich komme vor wie im Gefängnis. So. Oh, ein Schiss, Mann. Der war ich eindeutig zu tief. Was ist denn hier? Ey, immer nur die gleichen Items, ey. Aber naja, so ist das halt gewesen früher. Oh, ein Schiss. Münzen for the win. Dun, 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 dun. Wow. Das meinte ich zum Beispiel mit dem Feinden, die einfach manchmal denken, sie wären Overpower. Und einfach mal am Arsch der Welt spawnen. Gut, das wär's erstmal wieder für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, euer Liebhaber.